Ich grüße euch, ihr Lieben. Ich sitze hier gerade noch in meinem Hotelzimmer in New York City und muss noch ein bisschen warten, bis ich mich um 9 Uhr mit meinem Arbeitskollegen treffe. Und habe ich mir gedacht, ich mache mal ein kurzes Splash and Dash Video. Ihr seht im Hintergrund so ein bisschen die leichte Skyline, die Hochhäuser, die hier rund um mein Hotel sind. Ich sitze hier im 20. Stock des 48 Lex und bin ganz ehrlich gesagt total geflasht, was hier die Größenverhältnisse betrifft. Also das ist absolut gigantomanisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir überlegt, ich mache mal ein ganz kurzes Splash and Dash Video über das Thema der waffenrechtlichen Bedürfnisse. Wir kennen das ja eigentlich alle. Jeder, der, sage ich mal, seine Sachkunde gemacht hat, sollte darüber eigentlich Bescheid wissen. Leider Gottes verhält sich das nicht immer so, denn man erfährt immer wieder, sage ich mal, absolute Grundlagenfragen in den Foren, Facebook-Gruppen und so weiter, dass man sich manchmal fragt, ob die Leute überhaupt in den Sachkundeschulungen und damit auch der Prüfung tatsächlich aufgepasst haben und sich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich will aber auch in keinster Weise sagen, ich wäre hier der absolute Guru in der Beziehung. Auch möchte ich klarstellen, dass hier stellt keine Rechtsberatung in irgendeiner Form dar. Wir wissen ja alle, um an eine waffenrechtliche Erlaubnis zu gelangen, muss man gewisse Voraussetzungen erfüllen. Ich muss Mindestalter 25 erfüllen für Großkaliber, 18 bei Kleinkaliber. Ich muss zuverlässig sein, etc. etc. pp. Ihr kennt das ja, lest einfach nach. Ich muss nicht immer alles 100-mal wiederholen. Dann geht es aber dran, wenn ich meine Sachkunde abgelegt habe, ich habe die Prüfung bestanden, ich habe meine mindestens 12 Monate im Verein und Verband absolviert. Ich habe mindestens an 12 Trainings mit erwerbsscheinpflichtigen Waffen teilgenommen. Dann kann ich meinen ersten Antrag auf eine WBK stellen. Und das nennt sich Bedürfnisantrag. So, und dieser Bedürfnisantrag ist wie folgt: Ihr ladet euch von eurem jeweiligen Verband, und das ist bei Verband zu Verband sehen diese Anträge unterschiedlich aus. Die Fragestellungen sind auch zwar inhaltlich alle weitgehend gleich, aber sie können durchaus unterschiedlich formuliert sein. Auch mal gibt es ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger an Informationen, die ein Verband haben möchte. Ihr ladet also die Formulare runter und fangt an, diese mal auszufüllen. Wichtig ist natürlich, lest euch auch die Anleitung durch, die der Verband im Regelfall bereitstellt, wie diese Formulare auszufüllen sind. Gibt es dort zum Beispiel ein Formular zur Auflistung aller im Bestand befindlichen Waffen und ihr habt noch keine Waffen, dann druckt ihr dieses Formular trotzdem aus, schreibt rein, habe noch keine Waffen, unterschreibt das Ding, setzt das Datum drauf und fertig. Was ihr nicht möchtet, ist, dass ihr einen Antrag abgelehnt bekommt oder die Bearbeitung verzögert wird, nur weil ihr dieses Formular nicht beigelegt habt. Deshalb lest durch, was der Verband vorgibt. Das ist wirklich wichtig. Das zweite ist, achtet darauf, dass ihr nach den richtigen Paragraphen beantragt. Das ist auch wichtig. Ist es euer erster Antrag, dann beantragt ihr nach Paragraph 14 Absatz 2. Das ist der Antrag innerhalb des Grundbedarfs. Das heißt, zwei Kurzwaffen oder drei halbautomatische Langwaffen. Erst wenn ihr ab der dritten kurzen oder der vierten halbautomatischen Langwaffe beantragt, dann geht es nach Paragraph 14 Absatz 3. Überschreitung des Grundbedarfs. Dann müsst ihr aber auch ein erweitertes Bedürfnis beantragen und somit auch hingehen und Wettkämpfe nachweisen. Welche Wettkampfkategorie? Das gibt der Verband wiederum vor. Der Gesetzgeber schreibt einfach nur vor, es müssen Wettkampfteilnahmen nachgewiesen werden, ab der Vereinsebene. So, in dem einen Verband zählen Vereinsmeisterschaften dazu. Im anderen Verband wiederum nicht. Das ist wichtig. Deshalb lest euch die Anleitung durch und informiert euch gescheit. Ansonsten verzögern sich die Bearbeitungszeiten oder die Anträge werden vom Verband postwendend abgelehnt. Im Fall von den DSB-lastigen Verbänden, insbesondere des Hessischen Schützenbundes, ist das richtig teuer. Denn pro Antrag und Waffe
kassieren die Brüder 70 oder 75 Euro ab. Was in meinen Augen eine Frechheit ist. Wenn ihr euren ersten Antrag also stellt, dann tut euch auch selber den Gefallen. Stellt gleich den Antrag für die gelbe. Macht es gleich mit, dann habt ihr das aus dem Kreuz. Bei der gelben WBK habt ihr ganz einfach den Vorteil, wenn ihr sie habt, ihr könnt in den Laden gehen, könnt eine Langwaffe, Repetierer, Einzellader erwerben, innerhalb von 14 Tagen auf der Behörde den Eintrag bestätigen lassen oder sie eintragen lassen und gut ist. Aber auch hier, gelb wie grün, müsst ihr natürlich auch die sogenannte 2-6er-Regel beachten. Das heißt, ihr dürft nur zwei Waffen pro Halbjahr erwerben. Ihr müsst auch dran denken. Die Behörden können aber im Zuge des Ermessensspielraumes, da es sich bei dieser Regelung um eine Kann- und keine Muss-Regel handelt, können die Ausnahmen gewähren. Wenn also triftige Gründe vorliegen, dass ihr eine dritte Waffe in diesem Halbjahr erwerben wollt, müsst, wegen einem Wettkampf, es ist eine kaputt gegangen, was auch immer, dann kann die Behörde euch eine Ausnahme gewähren und euch dies auch schriftlich bestätigen. Und dann bekommt ihr auch, manche Vereine oder Verbände sind da restriktiv unterwegs und würden es nicht genehmigen, aber wenn die schriftliche Genehmigung vorliegt, genehmigen die auch dann dieses zusätzliche Bedürfnis. Ist also auch kein Problem. Aber nochmal, ich kann es jetzt nur wirklich zum dritten oder vierten Mal sagen, tut euch bitte selber den Gefallen und lest die Anleitungen der Verbände durch. Wenn ihr dann immer noch Fragen habt, dann stellt sie natürlich. Aber ihr müsst auch langsam aber sicher an den Punkt kommen, dass ihr mal eure Themen selber auch beantworten könnt. Weil wir alle, die euch immer die Antworten geben, haben uns diese Informationen auch mühsam erarbeitet und angeeignet. Und die ändern sich auch kontinuierlich. Das ist keine Kritik, das ist kein böser Wille. Nur manchmal sind es halt tatsächlich Fragen, wo ich mir einfach nur sage, ey Leute, habt ihr überhaupt mal ein Stückchen bei der Sachkundeprüfung aufgepasst? Oder einfach nur zack, 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 oh cool, ich habe bestanden. Dieses Video mag ein bisschen konfus wirken, gebe ich zu. Liegt vielleicht hier auch am Jetlag, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich möchte euch einfach nur dazu anregen, versucht mal die Frage auch selber zu beantworten. Nehmt euch mal eure Gesetzesbücher in die Hand. Wer noch keins hat, bestellt euch bitte mal das aktuelle Waffengesetz. Ihr könnt auch online unter Gesetze im Internet, könnt ihr das Waffengesetz wie auch die Verwaltungsvorschriften, weil die müsst ihr immer mit betrachten, wie die ganzen Sachen auszulegen sind, wie die Behörden sie auslegen und so weiter. Das ist auch wichtig. Nehmt es zur Hand und lest die Paragraphen einfach mal durch. Manche Sachen sind tatsächlich mal zur Abwägung so einfach formuliert, dass es relativ einfach ist, es auseinanderzudröseln. Aber versucht euch mal die Fragen selber zu beantworten. Und wenn ihr dann noch Unklarheiten habt, hey, schreibt mich an, geht in die Foren, geht in die Facebook-Gruppen und euch wird auch geholfen werden. Aber stellt die Fragen bitte so, dass sie auch unmissverständlich sind und wenig Raum für Interpretation lassen. Weil das ist das Schlimmste, was immer wieder passiert. Diese Klugscheißerei, die dann immer wieder stattfindet. Brauchen wir nicht, wollen wir nicht. Ja? Deshalb klare, deutliche Formulierungen, unmissverständlich und alle Informationen bereitstellen. In diesem Sinne, wir sehen uns, denke ich mal, nächste Woche wieder, wenn ich daheim bin. Morgen geht's wieder nach Hause. War's ein Glück. Ich habe keine Lust mehr auf New York. Bis denn.